Dr. Sechenov bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte. Aber seit sie verstorben ist, schmolzt du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesna. Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas Ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Verdammt! Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee! Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei! Dann kann Sechenov jeden in einen endlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt! Ich hab's kapiert! Wenn du es kapiert hast, dann steh auf! Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten. Was ist los? Zunge verschluckt? Achten Sie die Tradition, Major. Genosse Sechenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida, Sheraton Saharov. Sheraton, du Schlange, du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymerglimmer. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Sechenov hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Sechenov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. Ich krümme Sechenov auf kein Haar. Ohne mich. Ich habe genug von dem Spiel. Was bist du denn für einer? Machst dir wohl vor Angst in die Hose? Das ist ein Fehler, Major! Du musst jetzt nach Chelomei! Wenn euch eure Rache so am Herzen liegt, könnt ihr da selbst hingehen. Das ist meine Entscheidung, nicht eure. Ich helfe Sechenov nicht mehr. Genug geschadet. Aber ich werde mich nicht zum Henker eines wissenschaftlichen Genies machen. Eines Helden der Sowjetunion. Er wird schon wissen, was er tut. Er benutzt dich ist nur! Ist das so? Warum bin ich dann nicht in diesem Limbo? Und ihr nicht tot? Der Zauberer hinter dem Vorhang ist ja echt nachlässig. Ach ja, Sheraton, weißt du was? Ja? Du hast versagt! Dieser Vosrod-Polymer-Extender in meinem Kopf, das war deine Erfindung. Du wolltest Leute manipulieren, lange vor Kollektiv. Vielleicht will Sechenov in die Köpfe der Leute, um ihren Willen zu brechen. Aber er verwandelt sie nicht in Monster, wie ich eins bin. Er würde keine Gedankencontroller verwenden oder Injektion. Du begehst einen Fehler!
Hör auf, dich zu winden! Ach. Na also, das ist besser. Aufnahmen zeigen, wie Major P3 Anlage 3826 verlässt und flieht. Sein Ziel ist weiterhin unbekannt. Major P3 hat keine Informationen zu seinem Ziel genannt. Dr. Sechenov sieht diesen Verstoß jedoch als unbedeutend an. In der Nähe des von Major P3 benutzten Ausgangs wurde ein unidentifiziertes Objekt aus schwarzem Polymer aufgenommen. Aufgrund der geringen Größe konnte das fragliche Polymerobjekt auf der Aufnahme nicht weiter analysiert werden.